Dieses Jahr wollte ich zu meinem Geburtstag mal was anderes machen. Eigentlich liebe ich es, meine Lieblingsmenschen um mich zu haben, gerade an diesem Tag, aber irgendwie hatte ich dieses Jahr Lust auf Abenteuer. Und dann hatte Freund Fritz plötzlich eine Überraschung für mich. 2,5 Tage Lissabon. Einfach so, ein Stück Sommer mitten im Winter. Und ich habe Geburtstag. Schon wieder. Und wir haben einen, ich kann nicht richtig kicken. Wir haben einen sehr schönen Tag. Wir sind gestern nach Lissabon geflogen und sind bis Freitag hier und haben ein bisschen Urlaub und wir haben grandiosestes Wetter. Es ist wirklich ganz schön warm. Nicht zu warm. Ich hätte fast noch einen Schal gebrauchen können, aber okay. Mein Fritz hat an den Schal gedacht und ich habe ihn noch ausgedacht im Zimmer. Und jetzt denke ich, ist halt doch noch nicht Sommer. Guck mal, hier ist der Walk of Fame. Haben bloß die Namen vergessen, ne? Naja, macht eine andere Firma. Das ist aber schon teuer. Das ist der Walk of Fame Light sozusagen. Fazit bisher? Müde. Mein Fritz hat nicht so besonders gut geschlafen und die Stadt ist wunderschön. Viele Treppen, aber dadurch auch eben so ein Ausblick. Und viele Treppen. Und Hügel. Aber auch Treppen. Und Hügel. Und Hügel. Ich weiß gar nicht so richtig, was ich gestern gefilmt habe. Irgendwas habe ich gefilmt, aber es war mehr so ein... Es ist so schön. Die Stadt ist wirklich wunderschön. Ich bin so verliebt in Lissabon. Ich hätte nicht gedacht, dass ich es so schön finde. Ein bisschen ist es, glaube ich, auch die Sonne und die hübschen kleinen Gässchen. Nein, es ist schon die Stadt. Keine Ahnung. Auf jeden Fall haben wir jetzt gefrühstückt und sind... Ja, Fritz? Die Gässchen gehören nicht zur Stadt? Es ist die Stadt. Oh, mit einem Klugscheißer verheiratet zu sein. Besser, Wisser! Klugscheißer! So, wir sind jetzt fertig gemacht und gehen jetzt los in die Sonne und nochmal Gässchen. Und heute wollen wir Burg, die große Burg, die bewachsene, und gucken.
So langsam fange ich an, Reisen zu mögen. Durch die Straßen einer fremden Stadt laufen, mit all den fremden Geräuschen und Gerüchen. Überall gibt's was zu entdecken. Wunderschöne Gässchen, Situationen, Kleinigkeiten, die oft einfach unentdeckt bleiben und Menschen. Für einen kleinen Moment sind wir Teil dieser für uns neuen Welt. Wir schwimmen mit und haben irgendwann so ein bisschen das Gefühl, diesen Ort zu kennen. Einen Ort voller Geschichte und Erinnerungen. Die Wahrheit ist aber, dass wir nur einen winzigen Augenblick im Jetzt erhaschen und eigentlich fast nichts wissen. Wir kennen vielleicht ein paar geschichtliche Fakten, sowas wie, wann ist Lissabon entstanden, welche Menschen haben hier gelebt und leben heute hier, aber so richtig begreifen können wir es nicht. Wir kennen die Menschen nicht, die von der Stadt geprägt wurden und die ihr umgekehrt einmal ihr Gesicht gegeben haben. Wir gehen vielleicht die gleichen Wege wie jemand, der hunderte Jahre vor uns hier war und haben keine Ahnung, dass er oder sie existiert haben. Und doch sehen wir vielleicht ähnliche Dinge und haben ähnliche Gedanken. Wir alle bleiben aber nur eine Momentaufnahme, so wie die vor uns und die, die nach uns kommen. Aber wir können entscheiden, ob dieser Ort einen Platz in unserem Herzen bekommt. Am Ende wird jede Reise eine Erinnerung für uns, die wir mit uns tragen dürfen, die uns auch niemand mehr nehmen kann und die wir uns vor Augen rufen können, wenn wir alt und schrumpelig sind und unsere Beine uns keine Reise mehr erlauben. Dann können wir einfach die Augen schließen und uns zurückträumen an all die Orte, die es in unser Herz geschafft haben.